Hallo, ich bin Janina und wir sind hier heute auf dem Herbstcup in Kettwig. Und neben mir steht der Henning und der hat die weiße Weste an. Warum hast du die weiße Weste an? Ja, ich habe die weiße Weste an, weil ich der Wachabschnittsleiter bin vor Ort. Und damit auch Außenstehende das auf den ersten Blick erkennen, habe ich quasi als einziger die weiße Weste an. Und was ist ein Wachabschnittsleiter? Ja, also Wachabschnitt ist quasi eine Unterteilung von unserem Wachgebiet, weil wir primär das Einsatzgebiet in Heisingen haben, am Baldeneysee. Und wir sind jetzt hier zum Herbstcup in Kettwig auch vertreten. Und weil man hier ja auch eine Führungskraft braucht, haben wir hieraus jetzt den Abschnitt 2 gebildet und ich bin halt der Leiter vom Wachabschnitt 2. Ist denn schon etwas passiert? Heute noch nicht, es ist ja auch früh am Tag. Gestern waren wir auch schon hier, sind Gott sei Dank auch nicht tatkräftig geworden, weil es war relativ wenig Wind, wenig Welle und die Ruderer hier vor Ort, die machen das schon etwas länger und sind sehr erfahren und es ist keiner ins Wasser gefallen. Wenn ein Ruderer ins Wasser gefallen ist, holt ihr den dann nur raus oder macht ihr auch die Erstversorgung? Wir holen die nur aus dem Wasser raus und transportieren die dann mit Boot hier wieder an den Steg. Und für die Erstversorgung arbeiten wir mit den Johannitern zusammen. Die sind mit zwei Personen mit einem RTW vor Ort und übernehmen dann die Erstversorgung.